Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 8 Village. Also, das war harter Tobak. In der letzten Folge ist Ethan getötet worden, also wir. Und wir spielen jetzt Chris und wollen, ja, Rose retten. Bin immer noch etwas geschockt. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Verstanden. Jo. Also, wie gesagt. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Ist aber nichts wieder. Passt bloß auf. Oh. Die Waffe ist gut. Und die Schuss brauchst du auch nicht. Verstanden. Was haben wir noch? Granaten, eine Pistole. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Werd nicht übermütig. Okay, wird das jetzt so eine Baller dich einfach durch und hab Spaß Aktion, oder? Okay. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Domizid. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Ist Ethan wirklich tot, ey? Ja, ich passe schon auf. Ich bin's. Bin auf Position und bereite Feuerunterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tantra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ja, schon gefunden. Hallo. Das wird echt so eine Aktion hier. Komm, baller dich durch. Hab deinen Spaß. Hier, mach einfach. Okay. Ja, da geht's nicht durch. Alles klar. Gut, dann halt nicht. Ich kenne noch einen anderen Weg. Nachtsicht. Amreis, ich brauche Hilfe. Ich sehe dich. 200 bis Zielposition. Ja, zum Glück ist es so, weil ich bin. Ich bin immer noch so ein klein wenig pep. Und du wolltest gar nichts machen, oder wie? Erstmal gucken, wie deine Kumpels abgeschlachtet werden, aber ist in Ordnung, kann man machen. Ganz offensichtlich, massig Munition. Schaut euch das mal an. Oh, ist das schön. Was haben wir denn? Was ist das? Ach, das ist das Messer, oder? Granate. Was ist denn das? Naja, egal. Das ist ja... Also die Waffe hat echt Wumms. Naja. Unrecht hat sie ja nicht. Ein bisschen Hölle ist es ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Hölle so viel Spaß machen kann.
Guck mal, wie kommt man da rein? Die Munition will ich schon mitnehmen. Bin auf Zielposition. Scheiße, ist der groß. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Okay. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Gut. Lobo. Kannst loslegen. Okay. Kümmern mich erstmal um die. Der Pilz breitet sich rasant aus. Das muss entstehen. Na, komm jetzt. Das Ding nicht mehr durch. Augenblick. Muss nachladen. Ah, ja. Was? Wie sieht das aus? Bitte wiederholen. Ja, komm. Ja, lad noch. Ach du Penner! Die Dinger benutzen Waffen! Das gleiche könnten die über dich sagen. Geh zu an der Biowaffenstand. Wir sollten sie besser schnell erledigen. Geht doch! Okay, da unten muss der Megamix-Schild sein. Also, ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt großartig sagen soll. Tut mir leid, dass ich da jetzt so ein bisschen still bin. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, das ist also ein Eingang. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen. Und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Okay. Also ist das die Quelle vielleicht? War doch meine Vermutung. Okay, was? Hä? Was den Megamyz hinten, was? Verdammt, so wird das nichts. Lobo, mir macht ihr alle zu schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Boss, wo bist du in einer Höhle? Da ist eine Öffnung in der Decke. Benutzt die! Okay, auf den Weg. Ich bin gleich bei dir. Ja, halt durch. Wow. Juckt ihn nicht. Ich hab ja auch nicht wirklich Platz zum Rangieren. Ah. Aha. Direkt über dir, Boss. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Ach, hör doch auf. Na komm. So gefällt mir das. Hat natürlich nicht gereicht. Ja, warte kurz. Ja, ja, ist okay. Machen wir. Oh. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben.
Das ist ein interessantes Spiel. Prinzip, was ist das eigentlich? Arzneispritze, ah ja. Frage, okay. Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Oh. Da ist er. Der Megamyzet. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamyzet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ach, als wär's so einfach. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay, viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja. Wäre das alles vielleicht nicht so weit gekommen. Das muss Mirandas Labor sein. Karl Heisenberg besitzt elektrische Organe, wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Ah ja, mal kurz die Geschichten also. Alicia Dimitrescu. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Bluterkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierte Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Salvatore, das war Moreau. Der Cordo hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viel Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Donna Bieneviento. Körperlich nicht vom Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Muttermyzet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ihr ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cordon an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay. Cordo. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Miranda,
Ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihren reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb in Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuches in Ihrem Dorf zuteil geworden ist, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infiziert und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meiner Bestrebung. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich Ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollen eine einzelne verstorbene Person zurückholen, ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit den Pilzen erfüllen nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitenden Infektionen, die ich anstrebe. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue, noch heute Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progentior, ein in Afrika heimischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Ah ja. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihre Ziele erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlich, auf ewig Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Okay. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Das war doch im ersten Resident Evil ja auch die Spencer Villa. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Was? Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals, aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyzeten wieder zu mir holen. Ich muss die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie im Kelch des Giganten, dem Regel des Megamyzids, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyziden zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein, und da habe ich ihn gefunden, den Megamyziden. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über mit Wissen erfüllt. Der Megamyzid spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein würde und dass es bedeutet, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauche nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern einen Pilz aus dem Megamyziden ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Cordo erschuf, aber keines meiner Exemplare war von Erfolg gekrönt. Experimente. Es gab ein paar wie Alicia, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykan.
Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen, also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Okay, das... Oh, hallo. Ja, wenn das Eva... Ja, doch. Also kann ich mir vorstellen, ja. Ja, doch. Hey. Das ist ja mal... geschichtsträchtige Folge. Und wir haben schon gleich wieder um 1 Uhr. Mia? Nimm die Hände hoch. Amber ist hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Das ist nicht Miranda. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott, du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Wie vermisst. Fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Was, Mia? Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Okay. Chris Redfield. Ah. Ja, stimmt. Ich wollte schon die ganze Zeit eh wissen, warum heilt bei denen alles und warum kann er seinen Arm mal eben dran kleben. Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Alter. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr, aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao. Gott, ist das kalt. Ja. Du bist so dumm. Okay, zu früh gefreut. Evelyn. Das ist ein Video, habe ich nicht mitgekriegt. Du bist tot. Tot? Hi, Lara. Ich meine, Miranda. Sie. Nein. Ich muss Rose retten. Falsch. Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann da... Siehst du?
Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Ein Pilz? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde... Rose, reiten! Ja. Okay. Na, genug geschlafen? Hoch. Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Entwickler, tolle Antwort. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Duke? Können wir noch was kaufen bei dir? Ja, können wir.
und speichern können wir auch. Also, jetzt sage ich aber mal, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo und Kommentar. Und ach, ihr kennt das mittlerweile von mir. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.